Hi ho und hallo und zurück zu Mass Effect 2. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir das Schiff erkundet, die neue Normandy SR2, haben mit Leuten gesprochen und meine Güte, ist das viel. Ich hoffe ja mal, das ist nicht zu viel Gelabere und aber es ist halt wichtig für die Story. Es geht halt nicht anders. Was soll ich tun? Ja, wie versprochen, gehen wir heute ins private Terminal, gucken uns da so einiges an. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel lesen, beziehungsweise vorlesen. Und danach sehen wir zu, dass wir uns an die Missionen ranmachen, damit wir auch mal wieder ein bisschen Action abkriegen. Dann drücke ich jetzt auf Uhr und ab geht's. Hochagarde, Teamstatus, okay, da ist noch nicht, oder? Alles klar, okay, wie ihr seht, das Team ist noch nicht besonders groß. Da kommen noch so einiges auf uns zu. Upgrades überprüfen. Okay, das brauchen wir aber auch nicht. Ungelesene Nachrichten, das ist viel wichtiger. Oh nein! Achso, okay, die scheinen aber nicht gerade groß zu sein. Nachricht von Admiral Anderson. Ratsherr ist er jetzt. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie habe ich einen Ratssitz. Und es ist nur angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Machen wir. Handel mit sie seit Masani vereinbart. Wer ist das? Ich glaube. Ach, ja, stimmt. Ich hab ja auch die DLCs runtergezogen. Die ganzen Story-DLCs. Damit wir noch länger was zu spielen haben. Handel mit Said Masani. Das beinhaltet halt einiges davon. Zum Beispiel halt auch, glaube ich, das mit der Panzerung und mit der Umbra-Visor und mit der Aufklärungskapuze und mit der Abschlussstelle. Also verdammt, das ist alles durch DLCs. Naja. Vom Unbekannten. Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit einem erfahrenen Söldner Said Masani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-System beteiligt und ist als rücksichtslos und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Wegen seines Soldes heißt das. Meine Herren! Geh die tief! Okay, der kommt also auch auf unsere Liste dieser Zeit, Masani. Den kenne ich allerdings noch gar nicht. Mal gucken, ob der tatsächlich ein Crewmitglied werden kann. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Von Projekt Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Casey und Dr. Robert Oloy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Ziona, Elyster-Isma-Grenze gesehen. Okay. Gut, aber das ist eine Mission von niedrigerer Qualität, hätte ich beinahe gesagt. Priorität. Die Absturz... Oh. Von Admiral Hackett. Commander Shepard, unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen.
Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden etwas Trost darin finden könnten. Gute Reise, Commander. Ah, das machen wir aber auf jeden Fall. Echt auf jeden Fall. Wo war das? Ja, das lesen wir dann nochmal. Cerberus Sturm, unsere Sturmpassungstechniker haben gehört, dass sie im Einsatz sind. Und darauf sind wir angemessene Ausrüstung, blablabla. Sie haben ein Paket zusammengestellt, nochmal die habe ich liefern lassen. Privaten Quartier, okay, da kann ich neue Rüstung, auch Terminus-Panzerung, hoffentlich gefällt mir die Farbe, blablabla. Umbra-Visor, ich habe ein Nachtsichtgerät an die Normandy liefern lassen, die Texte sagen, es würde zu zielen, biotischen, blablabla. Ich habe keine biotischen Fähigkeiten, also was soll das? Ich finde es nicht mehr für Quartier. Gut, brauche ich nicht. Aufklärungskapuze brauche ich auch nicht, ne? Das ist halt nur dieser neue Stuff, der da ist. Den müssen wir jetzt nicht. Genau, Sentry Interface, Visor. Prozessor weiter unter Schildstärke ihrer. Oh. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das Sentry Interface. Blutdrachen-Ed. Weil mir erzählt, dass sie brandneue Ausrüstung liefern, Waffenpanzerung, Verstärker und so weiter. Wie es der Zufall will, hätte ich für sie in der Lazarus-Forschungsstation verloren gegangen, aber wiedergefunden, Service-Station auf Kontrolle gebracht und damit die liefern lassen, sie für den Panzerung. Overlord. Shepard, also ist vom Unbekannten wieder. Soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Over. Wisst ihr was? Darum kümmern wir uns jetzt noch gar nicht. Darum kümmern wir uns jetzt noch gar nicht. Das lesen wir alles später. Ah, ich will in der Forschung. Ach nee. Tutorials brauche ich auch nicht. Weg damit. Wir wollen los. Aber. Wir wollen noch zu Morden Solis, oder nicht? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre ach, alles. Gar nicht. Ich bin hier, wenn Sie lass etwas mich brauchen. Ach ja, vielen Dank, liebe Kelly. Wir gehen jetzt mal ab ins. Hier, Leute, aufwachen, zuhören. Wir wollen woanders hin. Hallo? Beachtet mich wer? Niemand? Mach es eben selber. Ach, Jemini. Ah, alles klar. Okay. Ah, hahaha. Da geht's nach Amada zu der Normandy-Absturzstelle. Hier geht's nach Omega. Archangel rekrutieren. Und den Professor rekrutieren. Und den Veteranen rekrutieren. Alter Schwede. Gut, das heißt, da fliegen wir jetzt noch nicht hin. Ich will. Ah, hahaha. Geil. Mal das, ein kleiner. Ach, stimmt, so war das. Um Ressourcen zu kriegen, muss ich. Ja, das ist das, was ich an Mass Effect so gar nicht toll finde. Mit diesem Ressourcensammeln-Quatsch. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Maschinenpistolen? Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Sonde unterwegs. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Ja, sowas ähnliches hattest du eben schon mal erzählt. Stimmt, da muss ich auch noch. Ah, da muss ich Sonden kaufen und all so ein Gedöns. Meine Güte. Das hatten sie in Mass Effect 3 dann deutlich schöner gelöst mit den Ressourcen. Weil hier bist du dann teilweise echt am Rumsuchen. Das werde ich dann auch viel offscreen machen. Solche Scan-Touren. Ich zeige euch das jetzt nur mal am Beispiel von Bindur, wie das so funktioniert. Aber das soll nicht die Regel werden, dass wir hier unterwegs.
Stunden und Stunden und Folgen um Folgen damit verbringen. Starte Sonde. So einen unbekannten Planeten mit irgendwelchen Sonden zu füttern. Sonde unterwegs. Ja, genau. Und wenn ich genug Ressourcen habe, kann ich halt genug forschen und mir damit neue Waffen und neue Ausrüstung kaufen und... Sonde gestartet. Außerdem haben wir nur noch zwei Sonden. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Also Platin ist nicht schlecht, aber wir haben jetzt auch keine Sonden mehr. Und um Sonden zu kaufen, brauchen wir wieder Credits. Und für Credits brauchen wir... ach du Heiliges. Ah, okay, hier können wir Sonden kaufen. Okay, aber nicht mehr jetzt. Wir haben nicht genügend Treibstoff, um noch eine relevante Entfernung zu überwinden. Meine Herren. Dann tank doch. So, erstmal fliegen wir jetzt zu dieser Abschlussstelle der alten Normandy. Das möchte ich unbedingt, das ist so mal so ein... Oh, geil. Njong. Auch totaler Irrsinn, ne? Dass ich hier durch die Sonne durchfliege. Ich habe eine Anomalie geortet. Da, Anomalie in die Richtung. Ja, aber hier ist... Hier kann ich doch direkt auch noch abbauen. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Wir fliegen also so durch die Galaxie und beuten einen Planeten nach dem anderen aus. Haben wir mit der Erde ja auch nicht anders gemacht. Sonde gestartet. Scannerergebnisse sind immer noch hoch. Hier gibt es immer noch viel zu holen. Ich würde sagen, wenn wir, wie gesagt, wenn wir sowieso schon mal hier sind, können wir auch ein bisschen rumscannern. Starte Sonde. Zip, 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 zip. Wie gesagt, das ist ein Unikum. Das werden wir in den nächsten Folgen nicht mehr machen. Starte Sonde. Das werde ich dann alles offscreen erledigen müssen. Ganz alleine. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Ja, danke Spiel. Ich weiß, wo das Ding ist. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde.
habe garantiert noch irgendwas übersehen. Scanner-Ergebnis ist immer noch mittel. Starte Sonde. Okay, jetzt haben wir es abgebaut. So, auf zur Anomalie. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Scans bestätigen das Faktor SS von Normandy auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischer Aktivität entdeckt. Stabile Landezone an der Abschusszelle geortet. Ja, dann gib ihm. Oh, endlich wieder ein Landgang. Das ist vielleicht auch ganz nötig, wenn wir, bevor wir demnächst auf Omega rumlaufen. Na, wenn das mal keine Falle ist hier, wa? Habe ich eigentlich gar keine Teammates dabei? Scheint so, oder? Boah, wie fies. Soll ich das Denkmal hier platzieren? Oh, interessant. Das muss er in der Tasche gehabt haben. Ach nee, da hinten ist dieses Fahrzeug. Ich weiß es gar nicht mal, wie der hieß. Müssen wir ja 20 Dienstmarken finden. Das ist aber auch ein hehres Ziel. Tap, 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 tap. Aber irgendwie ist mir das hier doch ein bisschen unheimlich, das. Gladstone, Harvey. Thank you.
Chase Edison. Das ist das alte Kampfinformationszentrum, das alte. Nicht wiederherstellbare Daten. Daten wiederhergestellt. Hä? Mit dem Commander darüber gesprochen. Ich beschädigt diesen ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht. Vor allem dieser verdammten Asari und eine Quarianerin. Wofür hält Shepard das alles hier? Ein Zoo? Ach, das muss Ashley gewesen sein. Der Quarianerin. Sie scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein, versucht das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so, aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht schlimm. Ich trage mal durch. Ich bin fest überzeugt, an Bord dieses Schiffes, die Menschheit wäre allein in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht. Und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal, auf welcher Welt es geboren wurde. Das ist schön. Ach nee, Tagebuch Navigator Presley. Ja, der ist umgekommen. Oh Gott, ey. Also ich weiß ja nicht, wie es für euch ist, aber für mich geht das hier gerade total unter die Haut. Ich habe den ersten Teil ja just erst noch gespielt, weil ich den im Gegensatz zu Teil 2 und 3 ja noch gar niemals gespielt hatte vorher. Ach nee, mein Helm. Unfassbar, was diesen Crash alles überlebt hat. Wie kommen wir denn da oben hoch? Ah, stimmt, genau. Das Fahrzeug heißt Marco, glaube ich. Also nicht Marco aus Moers, sondern Marco ohne R. Kalten Tax. Ah, ja. So ein bisschen hat das ja gerade auch was von diesem Cola-Flair. Nicht ganz so, aber mit diesem Eis überall. Schon schön. Aber um das Ding rum ist auch nichts mehr, ne? Nee. Oh, da hinten ist noch was. Nicht vergessen. Zack. Ne, was man mitnehmen kann, sollte man mitnehmen. Oh, Alter. Orden La Flamme. Da drüben ist noch so eine Kiste. Dass man die nicht anders aufmachen kann. Und was machen eigentlich diese Dienstmarken in dieser Kiste? Wie sind die da reingekommen?
Dann gehen wir nochmal wieder in diese Richtung hier. Weil ein, zwei von diesen Dienstmarken brauchen wir ja nun noch. Da kommen wir nicht lang, ne? Oder? Ach ne, Moment, hier kamen wir aber her, oder? Ist noch eine? Ja, genau, hier kamen wir her. Genau. Ich glaube immer noch nicht, dass das hier so ruhig bleibt, wie es ist. Und von diesen Nebenmissionen, diese DLCs, die kenne ich noch gar nicht. Das ist wirklich, wirklich das erste Mal, dass ich das hier spiele. Kaiden Alenko. Den Jungen, den ich in den Tod geschickt habe. Und Alexei Dubjansky. Okay. Gut, da geht's nicht weiter. Da komme ich aber nicht lang. Sorry, verzeiht mir, aber ging. War hier ansonsten noch irgendwas? Nee, ne? War das das Steuerpult? Das ist ja ziemlich ähnlich der neuen Normandie. Der Shepard, der kommt ganz schön schnell ins Schnaufen. Ich glaube, da hinten sind wir noch lang. Aha. Hector Emerson. Gut, hier geht's aber auch nicht weiter. Zwei Stücke brauchen wir noch. Zwei Stück. Was? Ah, hier waren wir schon. War das Datenpad? Verdammt, wo sind denn die restlichen zwei? Kann ich dir diese Waffe wegstecken? Nein. Da ist noch eine. Na? Hoch da. Sag mal, Shepard, was ist los mit dir? Oh Gott, oh Gott. Uns fehlt
eine einzige verschissene Dienstmarke. Und die liegt da. Alter, geil. Echt geil. Aber Action war ja gar nicht. Aber schön fand ich es trotzdem. Ne? 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 Ach so. Kann ich in den Arsch einsteigen. Jo, super. Guti. Dann würde ich nämlich sagen... fahren. Klack, 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 klack. Und ein paar Sonden. Und hier nach Omega kommen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.